Ist das die neue Methode, um hier ultimativ auf Amur zu gehen und im Idealfall auch noch den schwarzen Amur zu fangen? Schön auf grasig grüne Aromen. Ich bin übelst gespannt und teste jetzt hier erstmal ausgiebig den altbekannten Spot an der Festung. Also direkt wieder raus hier, zack, da vorne hin, wo es auch immer mal wieder ganz gut funktioniert mit den Amuren und natürlich auch mit den schwarzen Amuren. Und das Schöne ist, rein wettertechnisch soll es auch noch eher, naja, vielleicht nicht ganz so kühl wird es später noch, aber zumindest verregnet werden. Und das ist auch immer ein ganz gutes Zeichen. Also das ist schon mal eine Möglichkeit, dass in der Zeit und in der Phase Amure vermehrt reingehen. Gerade, oder es gibt so zwei Situationen, einmal beim starken Regen oder bei Regenwetter durchaus, dass da eben auch mal die schwarzen Amure reingehen. Tendenziell eher auf grünliche Aromen. Oder relativ ufernah, also wirklich hier in diesen Nahbereichen. Gar nicht mal, dass man dann so ganz hinten weit raus, so in Richtung 15 oder 17 Meter geht, sondern wirklich sehr nah in diesen Bereichen. Und dann bei sehr warmen Temperaturen. Häufig dann auch gerne mal mit eher was Süßlichem oder was Fruchtigem. Also, jetzt bin ich hier sehr gespannt. Ich bin relativ groß unterwegs und das ist doch schon mal ein gutes Zeichen. Zweiter Fisch. Direkt der schwarze Amur. Nicht schlecht. Fängt doch schon mal gut an. Und ich habe noch gar nicht richtig viel Futtermische draußen. Oder. Also, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Und so machen wir da jetzt natürlich auch weiter. Und wir gucken, was da noch geht. Also, ich werfe, ich glaube, man sieht es da vorne. Ich werfe quasi zwischen oder neben diese Seerosen, hier in diesem Bereich, beziehungsweise dann bis hierhin so ungefähr, ne? Hier diese freie Stelle bis hier. Also das ist die gesamte Area, die ich jetzt abwerfe gerade. Und da geht jetzt gerade die gesamte Futtermische hin. Futtermische, ja, sollte man, glaube ich, schon haben. Man kann natürlich immer wieder auch Glück haben, dass das ohne Futtermische funktioniert. Dadurch, dass es hier 21 Meter weit ist, ich glaube, wenn man sich hier so hinstellt und dann maximal auswirft bis da vorne hin, man kann das durchaus in Bällchenform machen. Also rausjubeln das Ganze, zack, zack, zack und den gesamten Spot, die gesamte Area schön voll machen mit Futtermische. Natürlich nicht übertreiben, denn gerade in der Futtermische sind auch wieder geschredderte Boilies drin. Und das bedeutet wiederum große Partikel in der Futtermische, dementsprechend nicht so viel reinmachen, weil sonst, wie gesagt, der Spot überfüttert. Würde jetzt in dem Fall bedeuten, ich wäre vielleicht einmal noch eine Futtermische aus und dann lasse ich es erstmal. Und dann lasse ich es erstmal jetzt so bis 4 Uhr morgens und dann werfe ich vielleicht nochmal zweimal Futtermische aus und dann lasse ich es wieder so bis 16 Uhr. Also das ist immer so ein bisschen den Rhythmus, den ich dann mache, dass man nicht in die Gefahr kommt, dass man den Spot zu schnell überfüttert. Das sieht auch gut aus hier. Ich glaube, ich lasse es sogar direkt mit der Futtermische, denn offenbar ist jetzt genug da. Nächste Route, ja, ist auch schon eine Action und hier vorne bimmelt es auch schon auf der dritten. Gutes Zeichen, der nächste Amur kommt ran und so soll das sein. Das ist nicht schlecht, also dafür, dass ich jetzt noch gar nicht so lange hier stehe, wirklich quasi mit dem ersten gebissenen Fisch hier auch gestartet habe. Nehmen wir das erstmal schnell wieder runter und dann sofort wieder raus damit. Ja, wobei die gesamte Area ist halt noch gar nicht so richtig beworfen, ne? Gucken wir mal, hier ist noch was drauf. Es wäre natürlich noch eine Möglichkeit, jetzt hier deutlich größere Boilies zu verwenden, aber so für den Test mit den 20er Boilies bin ich, glaube ich, schon ganz zufrieden. Wir gucken natürlich gleich alles im Detail nochmal an, also wir gehen gleich mal in das Setup jetzt rein. Ja, das siehst du, der landet jetzt deutlich weiter rechts drüben. Da ist so gut wie keine Futtermische bisher gewesen. Vielleicht muss ich den gleich nochmal auswerfen. Oder es klappt auch einfach so. Ach, guck mal hier. Das ist natürlich auch ein Klassiker. Für die Aromenwahl, die ich gerade habe, Schleie. Schleie mag auch gerne Hanf. Und ich bin hier heute komplett auf Hanf unterwegs. Aber übelst reingedröht die Hanfdröhnung. Also richtig
voll auf Hanf. Und es läuft wirklich, wirklich gut. Ergibt sich vielleicht auch einfach dadurch. Alter. Und abgehauen. Ergibt sich vielleicht einfach auch dadurch, dass man so viele unterschiedliche Hanfkomponenten vorrätig hat. Das heißt, man hat einfach eine große Auswahl unterschiedlicher Hanfkomponenten in den Futtermischen, in den Ködern. Und dementsprechend kann man eben alles komplett um diesen Köder aufbauen, mit vielen unterschiedlichen Komponenten eine richtig schöne Futtermische zusammenbauen. Ich würde sagen, den ziehen wir jetzt nochmal eben hier raus. Und danach gucken wir mal genau ins Setup rein. Da können wir auch ein Setup nur angucken. Alle drei Routen sind exakt gleich aufgebaut. Und dann gucken wir natürlich auch noch die Futtermische an. Ja, das ist natürlich auch wieder Amur-typisch, ne? Das lange Gezuppel. Wer es noch nicht erkannt hat, das ist eine der wichtigsten Stellen an der alten Festung für hochleveliges Angeln. Also für die großen Brocken, Karpfen, Amure. Ne, das macht man am besten hier, vielleicht auch fürs Hechtangeln. Also da lohnt sich das. Ganz oben an der Spitze gibt es auch schon jede Menge Videos auf dem Kanal zu diesem Spot. Also wenn du da irgendwas anderes suchst, ob das auf Karausche ist oder auf Schleie ist, auch das funktioniert mal. Oder andere Futtermischen und Köderkombinationen, die auch immer wieder funktionieren, findest du alles hier auf dem Kanal und in der Playlist zur alten Festung. Da ist komplett alle Videos, alle Fischarten zur alten Festung aufgelistet, was man hier erfolgreich rausziehen kann. So, den ziehen wir jetzt nochmal schnell, mal ein bisschen anschlagen. So ein bisschen Steuerung, rechte Maustaste, nochmal einen Anhieb setzen. So, ja, jetzt aber hier so langsam. Vielleicht geht er jetzt hier in den Abendstunden, geht nochmal ein bisschen mehr. Den machen wir, den ziehe ich jetzt hier nochmal eben neu, weil mir das gerade so ein bisschen zu weit rechts außen war, wo der hingeflogen ist. Ich will dann doch lieber so ein bisschen mehr, genau so links in der Nähe von dem Grünzeug. Und hier haben wir den nächsten. Auch nochmal einen Anschlag setzen. Der hat auch noch ein bisschen Bock. Also nicht übertreiben. Die Bremse ist auch nicht so super hoch eingestellt. Wenn der Fisch erstmal noch ein bisschen ziehen will, dann lieber ein bisschen ziehen lassen. Na. Und langsam ran. Langsam immer näher ran. Aber ich glaube, den kriegen wir noch gar nicht rumgedreht. Der steht bestimmt mit dem Rücken zu uns hier gerade. Also einmal ein bisschen drehen, damit wir ihn dann leichter rankriegen hier. Oder ein bisschen nach oben halten. Nur halten, nicht mit der rechten Maustaste. Nee, der hat sogar ein bisschen Bock. Das ist nicht schlecht. Weißt du was? Ich bin verhakt, Alter. So sieht das aus. Kannst du dir nicht ausdenken. Wenn man jetzt noch R drücken könnte, ne? Aber es fehlt das Icon. Und keiner sagt was. Ihr lasst mich hier rumhantieren? Kannst dir nicht ausdenken. Ihr habt das doch bestimmt schon gesehen. Ich bin hier am Eskalieren und denke mir, Alter, was ist denn das für ein Brocken? Der hat ja richtig Bock. Verdammt, verhakt. Im Nichts. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Das heißt, ich starte jetzt direkt nochmal neu. Und dann stellen wir uns direkt hier wieder hin. Und da geht es weiter. Also eingeloggt, schnell wieder losrennen und direkt zum Spot. Das beeinflusst jetzt alles den Spot nicht weiter. Wir haben die Futtermische immer noch vor Ort. Es ist quasi genauso noch angefüttert wie zuvor. Also wie gerade eben das Futter reingeschmissen wurde. Der Spot ist jetzt nicht resettet oder sowas in der Art, sondern wir können jetzt an der Stelle ganz normal weitermachen. Denn die Futtermische mit der Dauer, der Wirkdauer der Futtermische, die ist jetzt quasi serverlastig halt eingebracht. Und dementsprechend können wir jetzt hier auf 21 Meter Clip, zack, genau da vorne nochmal hinwerfen. Erste Route, nächste Route auch, 21 Meter Clip, genau dahin, schön an die Kante, wo die Seerosen da sind und das Grünzeug. Und das dritte Päckchen, der ist mal wieder ein bisschen abseits. Aber auch da war noch Futtermische. Passt aber auch soweit. So. Na guck, jetzt haben wir noch ausreichend Zeit. Frisch ausgeworfen, um einfach nochmal hier beispielhaft in eines der Sets reinzuschauen. Komplettes Setup hier. Ein bisschen größer als normal. Wenn ich normal auf Karpfen gehe, Einserhaken reicht komplett.
Auf Amur nehme ich gerne einen etwas größeren Haken. 1-0er, je nach Boilie-Größe vielleicht sogar mal noch größer, aber eigentlich reicht es. Und gerade auch, wenn man ein bisschen Frequenz haben will, 1-0er absolut ausreichend. Ja, doppelter Hanf im Doppelpaket. So gerade eben noch gesehen im VK. Da wurde das gepostet mit der schwarzen Amur Trophy an der alten Festung. Schönes Ding. An sich habe ich den Fisch schon als Trophy abgehakt. Einmal gefangen bisher als Trophy bzw. als Super Trophy am Bärensee vor langer, langer, langer Zeit auf Kartoffel. Und seitdem nie wieder gefangen und jetzt nochmal fangen an der alten Festung, das wäre schon richtig gut. Also so in Kombination, PVA gucken wir uns auch gleich an. Guck mal da, da zuppelt es auch schon wieder los. Bevor das jetzt losgeht, gucken wir mal eben kurz rein ins PVA. Doppelter Hanf, gucken wir mal hier, doppelter Hanfalden. Das ist die Futtermische, so gerade zusammengetüdelt mit sämtlichen Komponenten, die man hanfmäßig kombinieren kann. Magischer Hanf, das ist der richtig besondere Hanf, der magische Hanf, Hanf-Feed-Pellets, also die ganz normalen, würziger Hanf auch noch mit dabei und dann einmal einen Pop-Up-Boilie-Hanf, also einen kleinen Zehner, geschreddert, gemahlen, Hanföl dazu, Hanfsamenmehl als Basis, also komplett auf Hanf, da stehen die Amure, die Graskarpfen, stehen da drauf. Haben da richtig Bock drauf. Zack, ihr seht, es geht direkt wieder los. So soll das sein. Also, schön rein mit dem Hanf. Und jetzt im Idealfall genau die schwarzen Amure hier auch noch rausziehen. Dann läuft das richtig gut. Auch das ist aber hier nicht verkehrt. Rein gewichtstechnisch sind das schon ganz gute Brocken. Die nehme ich natürlich auch alle gerne mit. Zack, so. Und jetzt, wie gesagt, bloß ein bisschen aufpassen. Nicht den ganzen Spot überfüttern. Gerade hier, wie gesagt, mit diesen großen Feed-Pellets bzw. geschredderten Boilies nicht zu viel Futter reinbringen, dass die Fische auf einmal, ja, man merkt es dann relativ schnell, auf einmal gehen so untermaßige Fische rein oder es beißt einfach ewig nichts mehr. Dann ist meist vorbei. Wenn das passiert ist, gut 2 Stunden dem ganzen Spot Zeit lassen. Also einfach mal woanders hingehen hier an der alten Festung. Man kann hier auch einfach hier auf dem Aal zum Beispiel probieren oder auf Schleie oder auf Brasse. Und danach nach 2 Stunden, zack, wieder hier an die Stelle. Und dann langsam wieder anfüttern und dann geht das auch mit der Zeit wieder los, dass das dann läuft. Ja, im Großen und Ganzen ist es das. Ich werde es hier noch weiter durchziehen. Das wird jetzt erstmal in der Nacht natürlich ein bisschen dauern. Es wird wahrscheinlich vielleicht auch einfach gar nichts reingehen. So gegen 3, 4 Uhr vielleicht. Dann geht es langsam auch wieder los. Mit Glück geht halt in der Nacht auch nochmal was rein. Gerne auch mal nachts, dass die schwarzen Amure beißen. Aber jetzt rein vom Wetter her, ja, es wird kühler. Ja, aber es könnte noch kühler sein plus Regen. Das wäre ideal. Deswegen hoffe ich jetzt, wie gesagt, auf die nächsten 2 Stunden. Ich werde mich jetzt hier schön entspannt zurücklehnen. Auf so schön nebenbei. Nebenbei YouTube gucken. Und dann hier angeln auf schwarzen Amur, zack, und dann geht bestimmt bald die Trophy rein. Wenn es geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren hilft mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags immer um 19 Uhr. Petri.